So, und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nach dem Spiel Haching gegen Arminia Bielefeld, Endstand 1:2. Glückwunsch an der Stelle zum Sieg. Die ersten Worte gebühren wie immer dem Gästetrainer. Ihr Fazit zum Spiel? Erstmal bin ich hochzufrieden. Vor allem, wenn du so ein Spiel noch in der Schlussphase dann natürlich gewinnst und hier mit 3 Punkten nach Hause fährst. Kannst du nicht so viel falsch gemacht haben und trotzdem war es ja echt im Endeffekt knapp gewesen. Die Muster haben wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Haben sofort das, was wir machen wollten, die Zweikämpfe für uns entschieden. Auch die zweiten Bälle waren bei uns. Ich glaube, wir waren sehr dominant in beiden Hälften. Haben das jetzt halt hinbekommen über das ganze Spiel. Wie gesagt, ich glaube, wenn es am Anfang die rote Karte gibt, könnte das schon eher in so Richtung gehen. Dann haben wir eine große Torschance in der zweiten Halbzeit von Fabi Klos am langen Pfosten vorbei. Aber dann haben die Jungs sich einfach für den ganzen Aufwand, den wir in den letzten Wochen betrieben haben, heute belohnt. Und so haben wir das Spiel hinten rausgezogen. Ich bin sehr zufrieden. Wir fahren jetzt nach Hause. Haben 6-7 Stunden Rückfahrt vor uns. Aber wie gesagt, mit dem Sieg ist das halt immer echt ganz entspannt. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ich glaube, wir machen einen richtig guten Job hier. Vorhin auch, wenn ich sehe, wie ihr spielt, also ihr verlangt jedem Gegner mal 100% zu gehen. Ansonsten zieht ihr die Spiele auch mit den ganzen jungen Leuten ein bisschen gut ab. Ich glaube, hier steht wirklich was, deswegen nochmal alles Gute von meiner Seite aus und wir sehen uns dann im Rückspiel. Vielen Dank. Vielen Dank, Marc. Willkommen zu dir. Dein Fazit zum Spiel. Erstmal Glückwunsch zu den 3 Punkten für euch. Ich finde, dass der Kollege das sehr gut zusammengefasst hat. Arminia hat sich sehr, sehr viel vorgenommen. Für uns ging es eigentlich darum, man kriegt ja dann so unter der Woche ein bisschen die Unruhen mit vom gegnerischen Verein. Und ich glaube, dass es nicht ganz so ruhige Tage waren, deswegen war für uns eigentlich der Fokus auch darauf gerichtet, die Tage noch ein bisschen unruhiger zu gestalten, sprich hier 3 Punkte zu ziehen. Ist uns aber unterm Strich in keiner Phase gelungen. Ich glaube, man hat heute dann auch eine Arminia gesehen, wie man eine Arminia erwarten darf und wahrscheinlich auch erwarten muss. Dafür ein Riesenkompliment. Ich glaube, ganz viele zweite Bälle, viele Zweikämpfe, Defensiv-Zweikämpfe, also unsere Offensive ist sehr, sehr wenig zur Entfaltung gekommen. Und trotzdem war jetzt das Gefühl in der ersten Halbzeit nicht so, das, was in der Luft liegt, war dann, glaube ich, ein individueller Fehler von unserem Verteidiger, der den Ball dann da in Lauf legt, Distanzschuss, Tor 1-0. Und dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit müsste sicherlich das zweite nachlegen. Waren dann 1-2 gute Chancen, fresst dann den Ausgleich mit dem Standard. Man war so 7-8 Minuten das Gefühl, das könnte in unsere Richtung gehen. Hat man dann schon gemerkt, ein bisschen vielleicht eine Unsicherheit bei Arminia. Aber auch die Phase konnte man nicht nutzen und dann die angesprochenen Chancen. Ich glaube, einer geht dann noch nach dem Standard am langen Eck vorbei, sogar ein Schuss noch, wo wir Glück haben. Die Art und Weise, wie es dann natürlich zustande kommt in der 90. ist für uns bitter, aber haben wir selber schon ganz oft auf der anderen Seite gehabt, dass wir dann hinten raus die Spiele gezogen haben. Deswegen ist für uns heute schade, aber sicherlich kein Beinbruch. Wir werden unseren Weg weitergehen. Wir wollen für jeden Gegner unangenehm bleiben, weil wir wollen die jungen Spieler weiter forcieren und ja, dann am Ende immer gucken, was für uns rauskommt. Heute sind es leider 0 Punkte geworden, darüber sind wir enttäuscht und wird dann aber ab nächster Woche wieder der Blick nach Dortmund gerichtet und wollen dann auch hoffentlich wieder eine neue Serie starten. Vielen Dank, Marc. Gibt es Fragen von der Presse? Mensch, mit der roten Karte meinen Sie die Szene mit Fabian Klos und dem Torwart? Ja, genau. Also ich glaube, wenn man die Situation nicht nur einzeln irgendwie analysiert, sondern vorher schon sieht, dass die beiden sich irgendwie auch ja immer wieder ein paar Worte zugeschmissen haben, dann weiß man auf jeden Fall, irgendwie hat dann einer die kürzere Zündschnur. Ja, und wenn der Fuß rausgeht, dann weißt du nur 15 Meter Entfernung, dass da was nicht passiert ist. Der Schiri stand, glaube ich, relativ gut. Im Endeffekt haben wir dann die gelbe Karte bekommen, der Keeper auch. Und ist natürlich extrem bitter. Wenn du natürlich gewinnst, ist das immer nur halb so wild. Aber ist, glaube ich, in meinen Augen eine spielentscheidende Situation. Man muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, hinten raus die Szene sah auch ein bisschen übel aus. Die habe ich mir so nicht angeguckt. Aber gut, will ich den Schiri keinen Vorwurf machen, weil ich glaube, die machen genauso Fehler wie wir. Deswegen bleiben wir lieber bei uns. Wie groß war der Schock für Sie, als der Ausgang fiel? Da war ein bisschen aus dem Nichts. Ein Schock ist es nicht. Ich meine, das kann ja immer passieren. Wichtig ist, dass wir das Spiel dominiert haben. Und ich habe auch hinten raus immer noch zu meinem Co-Trainer gesagt, wir ziehen das noch, weil ich die Körpersprache von unseren Jungs gesehen habe, die immer wieder alles reingeworfen haben. Und wie gesagt, dann hast du auf dem 50-50 Spiel hinten raus noch den Lucky Punch gesetzt. Und wie gesagt, deswegen bin ich sehr zufrieden. Die Idee mit Putaro, hatten Sie spontan oder ohnehin hat sich das schon über die Trainingswoche so angekündigt?
Ich muss sagen, spontan ist er als Trainer nicht gut. Wir waren schon vorbereitet und wie gesagt, ich sage ja immer, wir leben ja von den ausführlichen Kader. Bei uns kannst du, egal ob hinten was passiert, im Mittelfeld was passiert, vorne kannst du nochmal nachlegen. Ich glaube, viele würden sich den Kader wünschen, der ist super und deswegen haben wir den jetzt auch zusammen und den musst du halt auch nutzen. Also du kannst halt, egal auf welcher Position, bei uns von der Bank nochmal was nachwerfen und ich glaube, heute sieht man noch die Qualität von den Jungs, die auch von der Bank kommen. Gibt's eine Frage? Was war die Idee, Patrick Hopschalt der erste Halbzeit außen zu lassen? Auch wir haben den Gegner analysiert. Ja, wir haben uns einfach ein paar Freiräume vor der Kette versprochen gehabt, deswegen wollten wir mit einem klaren Zehner spielen. Ich glaube, Arminia hat die letzten Spiele so relativ früh gefallen in unseren Augen, waren schon große Räume, deswegen wollten wir da eigentlich mit Krattenmacher, der gelernter Zehner ist, aber auch Torgefahr ausstrahlen kann, eigentlich genau in die Räume reinkommen, dass er entweder aufdrehen kann oder unsere Flügel dann bespielen kann. Aber wir sind ja gar nicht in den Moment gekommen, sondern der Moment des Ballgewinns war dann entweder ein Einwurf, ein Foul oder ein direkter Ballgewinn für Bielefeld wieder. So dass wir in dem Moment gar nicht gekommen sind, haben es dann in der Halbzeit auch umgestellt, haben Maurice dann auf Außen mit Topschi und Fetschi dann ein bisschen mehr Wucht im Sturmzentrum reingebracht. So sind am Tagesende Kleinigkeiten, die das dann ja, vielleicht entscheiden oder auch nicht entscheiden. Dann gehe ich davon aus, das war's. Dann bedanke ich mich. Ja. Inwieweit machen sich die Ausfälle Bauer Ja, das ist immer schwierig zu beantworten. Wenn man sagt, jetzt macht sich groß bemerkbar, dann stimmt es genauso wenig, wenn ich sagen würde, das macht sich gar nicht bemerkbar. Aber wenn ich schaue, wie der Ortel heute den Bauer vertreten hat, der Junge ist frisch aus der A-Jugend, war sein erstes Spiel von Beginn an. Der muss Schipnowski verteidigen, der zig Spiele in seinem Bielefeld-Rucksack drinnen hat. Da muss ich sagen, dass er es einfach richtig gut gemacht hat. Und ich glaube, das ist schon eine Qualität von uns, ist, wenn wir dann auch Ausfälle haben, dass wir in der zweiten Reihe auch Jungs aus der Jugend parat haben. Das ist ein Eigengewächs, der ist seit der U13 hier. Deswegen ein Riesenkompliment an ihn. An ihm ist es heute sicherlich nicht gelegen. Und trotzdem wären wir froh, wenn wir Bauer und Schwabel zur Verfügung hätten. Das ist, steht, glaube ich, außer Frage. Dann nochmal die Frage. Gibt es noch Fragen? Dem scheint nicht so. Dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Euch eine gute Heimreise und wir sehen uns in der Rückrunde. Bis zum nächsten Mal.